Hallo und einen schönen guten Tag. Hier spricht Ute. Heute möchte ich euch mal ein Blumenmuster vorstellen, was man ganz schön unten als Rand stricken kann. So, ihr seht hier die Blume. Ich ziehe sie mal auseinander. Und die zeige ich euch heute mal, wie man diese Blume strickt. Ja, die Maschenzahl ist wieder mal teilbar durch 8. Ja, und wir brauchen auch immer, je nachdem, wie dicht ihr die Blumen haben möchtet, habt ihr hier zwischen dann auch immer 8 Maschen dazwischen. Ja, wenn ihr diese Blumen strickt. So, wir fangen jetzt an. Ich habe schon mal was vorgestrickt, habe mir so ein kleines Bündchen vorgestrickt, weil ich euch nur eine Blume zeigen möchte. Sonst dauert das Ganze zu lange. Man ist ja dann auch ein bisschen ungeduldig, ne? Wie ich das selber weiß. Also ein Video von 30 Minuten guckt sich so gut wie kein Mensch an. Da hat keiner Spaß dran. Ich persönlich auch nicht, muss ich sagen. So, wir fangen an. Jetzt mal hier so 3 Maschen nehme ich mal als kleinen Rand oder 4 können wir auch nehmen, 4, 5. So, nehmen wir mal als kleinen Rand so, was wir so brauchen nachher, um unsere Blumen denn auch hinzubekommen. So, jetzt fangen wir an mit unserer ersten Blume. Wir stricken unsere Maschen, nehmen einen Umschlag und stricken 2 Maschen rechts zusammen. So, ja? Und dann stricken wir bis zum Ende. Dauert jetzt ein klein bisschen länger. Ich nehme an, dass das Video so 10, 15 Minuten dauert. Aber ich versuche so schnell wie möglich euch so einiges zu erklären. Deswegen habe ich, stricke ich auch nur eine Blume und nicht mehrere. Ich finde es ganz schön, weil diese Blume, also hinten auf der linken Seite, alle Maschen links stricken immer, ja? So. Auch den Umschlag, den wir gemacht haben, der wird auch links gestrickt, ja? Seht ihr? Okay. Ich finde so ein Blumenmuster, man kann es ja auch in verschiedenen Farben stricken. Wenn man zwei Farben stricken will, sieht das auch toll aus. Aber da sollte man schon ein kleines bisschen geübt sein, sonst ärgert man sich nachher, wenn es doch nicht ganz so schön wird. So, jetzt sind wir hier angekommen. An unserem Loch wieder stricken wir diese Masche rechts, einen Umschlag und diese 2 wieder zusammenstricken. Ja? So. Okay. Drehen die Arbeit um und stricken die linke Seite. Gibt viele Möglichkeiten, also mit dem Lochmuster irgendetwas Tolles zu stricken. Und deswegen sehen manche Lochmuster, jetzt stotter ich auch schon, manchmal gleich aus und sind trotzdem verschieden. Und wenn es nur die Maschen ein bisschen verdreht sind oder das Loch anders angebracht ist, dass das vor statt hinter dem Abnehmen ist, ja. So, wir stricken jetzt nochmal ein Loch, damit wir unseren Stiel auch zusammenbekommen. So. Seht ihr? So sieht es jetzt auch bei euch aus. Stricken diese Masche und diese 2 stricken wir wieder zusammen. Ja, die 2 dann zusammenstricken. So. Okay. Und wieder. Unsere Maschen stricken. So, wir haben jetzt 3 Löcher gestrickt. Ihr habt auch wieder hin und zurück gestrickt. Jetzt stricken wir bis vor dieser Masche hier, die so abgenommen wird. 1, 2, 3. Bis 3 Maschen davor strickt ihr jetzt, ja? Dann geht ihr her. Diese 2 strickt ihr dann rechts zusammen, von hier so verschränkt. So, ja. Dann nehmt ihr einen Umschlag, eine Masche rechts, einen Umschlag und diese 2 wieder rechts zusammen.
dann sieht das so aus. Ja? Und wieder ganz normal stricken. So. Und die Arbeit wenden. Ja, so ein kleines Blümchen zu stricken und das zu zeigen, dauert immer ein kleines bisschen länger. Aber ich denke mir, das macht sich auch bezahlt, wenn man sich das anschaut, wie es gestrickt wird. Die linke Masche. Der linke Umschlag auch links abstricken. Und hier auch. Ja. So. Jetzt kommen wir wieder zu unserer rechten Seite. Wir stricken wieder kurz vor dieser Blume. Ich zeige jetzt auch, wie weit. So, jetzt haben wir diese zwei Maschen hier. Die hier, die stricken wir wieder rechts zusammen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Diese zwei hier, die drei lassen wir nicht. Diese zwei, die stricken wir jetzt wieder rechts zusammen. Ja. Durchgehen, Faden holen und rechts zusammenstricken. Ja, so. Dann einen Umschlag und wieder. 1, 2, 3, einen Umschlag und diese zwei zusammen. Ja, so. So sieht es jetzt aus. Aha. Wir wenden die Arbeit wieder und stricken wieder alle Maschen so, wie sie erscheinen. So. Wie gesagt, alles links stricken. Die Rückseite stricken wir immer links. Ihr seht, ich stricke die Maschen immer so. Ich steche ein, gebe den Faden so ein bisschen nach vorne. Macht man dann so ein bisschen mit der Hand und schon schwuppdiwupp habe ich den Faden dann. So, wieder stricken hier. Wir stricken wieder auf die Blume zu. So, jetzt sind wir hier angekommen. Stricken wir, die haben wir ja zusammengestrickt, diese stricken wir jetzt rechts, ja, vor diesem Umschlag. Die stricken wir jetzt rechts. Jetzt nehmen wir die zwei und stricken die rechts zusammen. Ja, so einstechen und den Faden holen und dadurch. Ja, und einen Umschlag, eine Masche rechts, einen Umschlag und zwei Maschen rechts zusammen. So sieht es jetzt aus. Ja? Und hier machen wir gar nichts mehr. Das lassen wir jetzt links liegen. Da stricken wir ganz normal rechts drüber. Ja? Da braucht ihr nichts zu machen. Das ist der Stängel und der ist jetzt an End. So. Wieder drehen die Arbeit, alle Maschen wieder links stricken von der linken Seite. So. Ich finde es auch für eine Trachtenjacke und so. Man kann ja denn da auch noch ein paar Noppen reinstricken, wenn man möchte, zwischen den einzelnen Blumen noch Noppen machen. Sieht das für eine Trachtenjacke auch super toll aus. So, jetzt stricken wir wieder die rechte Seite. Okay. So, wir sind hier angekommen. So. Jetzt stricken wir diese zwei rechts zusammen. Hier, da ist das Loch. Dann haben wir hier, wenn ich ziehe es mal auseinander, dann sieht man es besser. So, das ist euer Loch. Diese zwei stricken wir jetzt zusammen. So. Ja. Okay. Einen Umschlag. Und 1, 2, 3, 3 stricken, einen Umschlag und 2 Maschen zusammenstricken.
ja? Und die anderen wieder, wie sie erscheinen. Ihr habt gesehen, wir haben es jetzt verkleinert, ne? Hier, da auch. So. Jetzt haben wir nur noch hier die Löcher, die hier, die dann hier zur Blume gehen, hier rüber gehen. Die haben wir jetzt so. Ja, und hier die Blume weitergeht. Seht ihr? Da, so. Jetzt stricken wir wieder alle Maschen links. Auch die Umschläge. So. Drehen die Arbeit wieder. Und stricken wieder auf die Blume zu. So, jetzt haben wir 1, 2. So, jetzt gehen wir her. Jetzt haben wir ja hier diese drei hier. Diese, die stricken wir jetzt zusammen. Ja, wir stricken diese Masche noch, machen noch einen Umschlag und stricken diese drei zusammen. Das heißt, wir heben die zwei ab. Diese Masche stricken wir. Und ziehen diese zwei nach vorne und die gestrickte da unten durch. Wieder einen Umschlag und ganz normal weiter rechts stricken jetzt. So. Arbeit wenden. So. Und alle Maschen wieder links stricken. Wenn ich irgendwas nicht richtig erkläre, meldet euch. Ja, oder wenn ich vergesse, die Maschenzahl zu nennen, wo das ganze Teil durchteilbar ist, dann meldet euch, das kann schon mal passieren. Wir sind alles nur Menschen. Und so, jetzt haben wir unsere Blume fertig. Seht ihr, jetzt stricken wir noch mal 1, 2 Reihen drüber, damit man sie besser erkennen kann. So, und so könnt ihr jetzt nebeneinander oder übereinander, wie ihr möchtet, so viele Blumen machen, wie ihr es für euch schön findet. Oder vereinzelt verstreut in der Jacke hier und da eine Blume reinmachen, dass das Ganze so von der Optik her schön aussieht. Ja. So. Also für eine Strickjacke unten am Rand oder an den Ärmeln, um das Ganze ein bisschen Pfiff zu geben, finde ich es auch ganz schön. Vor allem, wenn man sich überlegt, richtig schöne Kinderjacken, die toll gestrickt sind mit Rüschen und Sonstiges. Also sie kosten, wenn man mal so nachguckt, ein Schweinegeld. Ist auch gerechtfertigt, muss ich dazu sagen. Handarbeit kann eh keiner mehr bezahlen. Und von daher muss ich sagen, also, ja, wer Handarbeit macht und sowas verschenkt, der sollte es wirklich nur an Leuten verschenken, die es zu schätzen wissen. Es ist immer schade, man hat irgendwann ein paar Socken gestrickt oder Sonstiges und die landen ja irgendwo in der Ecke und die wissen die Arbeit nicht zu schätzen. Also, jetzt kommen wir aber wieder zu unserer Blume. Das ist eure fertige Blume. Ja, so sieht sie aus. Immer darauf achten, ja, dass die Löcher hier auch zu rüber gehen, da auch. Ja, ihr braucht keine Angst haben, wenn das Loch hier da ist und das andere da ist. Das ist so gewollt bei diesem Muster, weil das soll ja so der Stiel darstellen, der so rüber geht und dann diese Blume dann ausmacht. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Sollten Fragen da sein, fragt mich. Und über eine kleine, ja, einen kleinen Satz hast du gut erklärt oder das kannst du besser oder anders machen. Überhaupt kein Problem, Kritik nehme ich auch an, dadurch kann ich nur lernen. Aber ich wünsche euch viel Spaß mit diesem kleinen Video oder dieser kleinen Blume. Eure Ute.